Wer unser Fritz überlebt hat, kann überall laufen. Das ist immer, ich sage auch immer, von einer Frau kann sich trennen, vom Arbeitskollegen nicht. Wir haben einige Sachen zusammen durchgestanden hier, gerade auch mit der Grubenwehr, Wassereinbruch, Brände und auf Hugo, wie der Grubenbrand war, da haben wir Seite an Seite gestanden, damals der Bandbrand. Jeder Bergmann ist gläubig und sentimental. Ja, dann sage ich Glück auf, Carsten. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir dich ein bisschen interviewen dürfen. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, das Format heißt ja Mein Kumpel und ich. Uns hat dich der Andreas vorgeschlagen. Kannst du vielleicht einmal kurz erläutern, woher du den Andreas kennst und warum der dich uns vorgeschlagen hat, was du dir da vorstellen kannst? Sehr wahrscheinlich, weil ich grundsätzlich immer noch mit Glück auf grüße und mit Glück auf verabschiede. Er weiß, dass ich gerne auf der Zeche war, gerne in der Grubenwehr war, auch sofort wieder anfangen würde, obwohl mir das heute garantiert extrem schwer fallen würde. Aber daher wird das wohl so sein, weil wir haben uns auch schon öfter, des Öfteren einmal über Zeche unterhalten. Und daher kann ich mir vorstellen, dass er mich da vielleicht reingebracht hat. Man merkt direkt, du bist immer noch Bergmann mit Leib und Seele. Kannst du uns vielleicht kurz einmal darstellen, wann du angefangen hast auf der Zeche, wo und wie lange du jeweils auf den jeweiligen Bergwerken warst? Bitte. Angefangen habe ich quasi als Sechsjähriger. Schon als Sechsjähriger war mein Wunsch, ich möchte Elektriker auf der Zeche werden. Dann haben wir im 8. Schuljahr damals so mit dem Arbeitsamt zusammen so einen Test gemacht und haben gesagt, könnte klappen. Mein Vater war auch auf dem Pütt und dadurch haben wir natürlich als Bergmannskinder schon mal bis kurz vor das Vorstellungsgespräch geschafft. Ja, und dann sagte der in einem Vorstellungsgespräch, das erste Mal, dass da eine Karte geändert wurde, handschriftlich von Schlosser auf Elektriker, sage ich, also, ich werde hier Elektriker oder gar nicht. Und dann, wie? Sag ich, also, ich werde hier Elektriker oder gar nicht. Also, da müssen wir erstmal auf deine Aufnahmeprüfung achten und so was, wie das ist. Wenn die richtig gut machst, dann können wir vielleicht drüber reden, dass der Elektriker wirst. Ja, und habe ich dann, glaube ich, ziemlich gut abgeschlosse. Durfte mir aussuchen, ob ich Schlosser oder Elektriker werden will. Habe dann den Elektriker gewählt, eine verkürzte Ausbildung gemacht mit einer vorgezogenen Prüfung. Angefangen habe ich am 15.08.78 auf Konsol in Gelsenkirchen und bin dann als 17-Jähriger schon fest unter Tage gewesen, habe nur 3/4 von meinem Lohn bekommen, weil ich ja noch keine 18 war. Das war das, was mich am meisten geärgert hat. Ja, und war dann auf Unser Fritz. Unser Fritz ist die Schachtanlage, die unter anderem, gerade für Leute aus dem Ruhrgebiet, unterm Kranger Kirmesplatz abbaut. Also ich kenne den Kranger Kirmesplatz von unten. Da war ich dann roundabout 10 Jahre gewesen. Und dann ging es los, Zollverein, Konsol und sowas alles, beziehungsweise Nordstern, dass die ganzen Zusammenlegungen stattgefunden haben. Und dann habe ich so gesagt, ich wollte eh mit der Perle zusammenziehen oder war schon Verlobte, zusammenziehen. Und ich habe es auf die Karte geguckt und habe gesagt, Dorsten, nördliches Ruhrgebiet, da können deine Kinder noch in Rente gehen. Dann habe ich mich hier beworben auf Leopold, das hat geklappt. Ich habe eine Verlegung gekriegt hierhin und muss sagen, habe ein wahnsinniges Glück gehabt. Ich bin hier nicht aufgenommen worden, ich bin hier adoptiert worden.
und habe mich auch vom ersten Tag an richtig, richtig wohl gefühlt. Ja, und dann war ich hier bis halt mehr oder weniger zur Schließung oder sogar noch, ja, zur Schließung hier. Musste unten alles mit abbauen. Zwischendurch habe ich mal einen Abstecher gemacht, wie die Zusammenlegung war von Fürst Leopold und Westerholt zu Bergwerk Lippe. War ich dann 2, 3 Jahre auf Westerholt bzw. Polsum. Und von da aus habe ich mich dann verdrückt ins Saarland. Und da war ich dann 1,5 Jahre im Saarland, was, Gruß an die saarländischen Kumpels, für mich mit die schönste Zeit auf dem Bergwerk war, weil da wurde die Kameradschaft noch viel größer geschrieben als hier. Und was es da gab, wo ich hier immer drum gekämpft habe, das gab es da den gläsernen Werkzeugschrank. Da konnte man also die Werkzeugkiste offen lassen und nächsten Tag war noch was da. Was hier nicht immer so war. Aber obwohl hier die Kameradschaft immer auch geil war. Aber wenn man was anderes kennenlernt, hat man auch andere Sichtweisen stellenweise. Jetzt hast du gerade gesagt, hier auf Leopold hast du dich besonders wohl gefühlt. Was würdest du sagen, hat das ausgemacht? Also was war der Unterschied von Leopold zu anderen Zechen hier im Ruhrgebiet jetzt? Auf unser Fritz bin ich groß geworden mit Aufsichten und Vorgesetzten, die auch gerne mal was getrunken haben, wie es früher halt so üblich war. Und ich habe 21,5 Jahre insgesamt in meiner Laufbahn oder 21,5 Jahre Nachtschicht gemacht. Und wenn man dann morgens um 2, 3 Uhr den Vorgesetzten anruft und sagt, du, ich nenne keinen Namen, ich brauche da mal eine Auskunft, kannst du mal bitte gucken, ob da und da noch in dem Kabel ein Pärchen frei ist, wir müssen da unbedingt was durchschalten. Carsten, wenn du die Auskunft brauchst, komm raus und schau selber nach. Das heißt, man hat, auf unser Fritz hat man laufen gelernt. Da hat man gelernt, selbstständig handeln zu müssen und gibt auch einen Spruch bei den Bergleuten, wer unser Fritz überlebt hat, kann überlaufen. Und dann bin ich hier nach Leopold hingekommen und habe das auf einmal gehabt. Ich habe mit Leuten gesprochen, die nüchtern waren. Und die dann auch zugehört haben und die dich für deine Arbeit gewürdigt haben und nicht für das, was du vielleicht zu Hause an Rasenmähs oder an Getränken mal da hinstellst oder ob du tapezieren kannst. Das war hier scheißegal. Und das war so die Sache, weil ich habe mir das immer gewünscht und so war es hier auch. Hier gab es nicht so die Nasenprämie. Ne? Hier wurden alle gleich behandelt und das war auch gut so. Du hast ja zu Beginn gesagt, du würdest direkt wieder anfahren. Kommen wir mal so zu den prägendsten Momenten. Was würdest du sagen, ist dir am meisten in Erinnerung geblieben, ob negativ oder positiv? Am meisten in Erinnerung geblieben ist auch eine Sache, wo ich besonders stolz drauf bin, wie Norbert Thehn und ich hier im Hof den Traumfinger aus Stahl gebrannt haben, im Schmiedefeuer geformt haben. Und der ist dann in Andenken an alle Bergleute, die es nicht mehr nach Übertage geschafft haben, weltweit, nach Auguste Victoria nach Untertage gekommen, ist da fest verankert worden. Und mittlerweile ist der Schacht und das ja alles verfüllt. Und der Traumfänger, der steht da in 840 Meter roundabout in der Nähe des Schachtes und hat mittlerweile eine Betonsäule bis zum Tage über sich und
ist halt nie wieder erreichbar und ist für die Kumpels, die es nicht mehr geschafft haben, da. Du sprichst die Kumpels an, das Format heißt Mein Kumpel und ich. Hast du noch tatsächlich Kumpel, die zu Kumpel wurden, mit denen du heute Kontakt hast? Ja, viele, viele. Wenn man sieht, mein bester Kumpel, das war der, den ich an meinem zweiten Arbeitstag hier kennengelernt habe. Wir gehen durch dick und dünn. Wir haben uns auch hier auf dem Pütt eigentlich nie über Arbeit unterhalten, weil er wusste ganz genau, was ich gerne mache. Ich wusste genau, was er gerne macht. Wir waren auch beide in der Grubenwehr drin. Und das ist heute noch mein bester Kumpel. Und für den lege ich meine Hand ins Feuer und würde mich niemals verbrennen. Ja, wenn ihr euch jetzt außerhalb der Zeche kennengelernt hättet, meinst du, ihr wärt dann so eng verbunden oder würdest du schon sagen, die Zeche hat euch da besonders zusammengeschweißt? Schweißt zusammen. Und das also wirklich hier der Pütt, wir sind dann also wirklich, wir haben einige Sachen zusammen durchgestanden hier, gerade auch mit der Grubenwehr, Wassereinbruch, Brände und auf Hugo, wie der Grubenbrand war, da haben wir Seite an Seite gestanden, damals der Bandbrand. Beim Grubenwehr-Ausdauerlauf. Wir kommen aus dem Parkstadion raus, wo wir gestartet sind und sehen eine riesen Rauchsäule und dann wurden die Leute von Hugo schon rausgezogen. Da haben wir gesagt, die Dreckschweine, da haben die auf dem Holzplatz irgendwas angesteckt, damit die nicht laufen brauchen. Ja, wie wir dann Mittellauf waren, ist die zentrale Grubenwehr schon rausgezogen worden und wie wir durchs Ziel kamen, ihr trinkt heute nichts, ihr müsst vielleicht gleich noch anfahren. Nein, und das waren so Sachen, die haben zusammengeschweißt. Man hat, den Gerd habe ich mehr gesehen wie meine Familie. Ist einfach so. Ne? Oder auch andere, mehr wie meine Familie. Und das ist immer, ich sage auch immer, von einer Frau kannst du dich trennen, vom Arbeitskollegen nicht. Ja, schön gesagt. Du hast uns noch ein bisschen was mitgebracht. Steht da unten neben dir. Magst du uns mal zu den Sachen was erzählen, ein bisschen? Ja, das ist ein Andenken. Diese Teepulle habe ich, mein Vater war früher auch unter Tage. Ich durfte nicht unter Tage anfangen. Meine Eltern haben also gekämpft, dass ich nicht zum Pütt gehe. Ich habe 9 Lehrverträge verschwinden lassen und habe gesagt, euer Junge ist ein bisschen blöd, der wird nur am Pütt genommen. Und dann haben sie gesagt, gut Junge, dann unterschreiben wir die, aber sobald du mit der Lehre fertig bist, bist du weg. Dann ging es dann weiter, wie dann die Lehre fertig war, ja gut, bis zur Bundeswehr kannst du bleiben und nach dem Bund suchst du dann was anderes. Ich habe es noch geschafft, hier im Vorruhestand zu gehen. Und diese Teekanne habe ich damals von meinem Vater bekommen. Der hatte die sich geholt gehabt und hat die selber vielleicht nur 10 Schichten unter Tage gehabt, weil seine kaputt gegangen war. Und das ist meine erste Teekanne, die ich hatte. Mittlerweile hat sie irgendwo ein ganz, ganz kleines Löchchen. Und die steht bei mir im Keller und einfach nur auch Andenken halt. Jeder Bergmann ist gläubig und sentimental. Was würdest du sagen, wie viele Schichten hat die Teepulle mitgemacht? 8 Jahre, 10 Jahre. Na, aber das war nicht die einzige Teekanne. Die kriegte man leicht in der Tasche rein. Man muss sagen, mein Vater, der hat zum Schluss Lok gefahren und die Lokfahrer, die waren meist nicht so den thermischen Belastungen ausgesetzt. Und zum Schluss sind wir also wirklich angefahren. Ist jetzt keine Werbung mit 5 Liter Aral-Kanister. Den haben wir uns dann voll Kaun-Whisky gemacht. Oder von zu Hause tiefgefrorenen Tee, 2,5 Liter mitgebracht. Auf Konsol gab es damals auch 4-Kanne Kannen, die dann 2 Tage im Tiefkühlschrank lagen. Die hat man dann mitgenommen und dann hat man zumindest die ersten 3 Stunden noch was Kaltes gehabt. Ja, weil manche Löcher, die waren schon extrem. Ja, dann halt mein Helm. Bin irgendwann Sicherheitsbeauftragter geworden. Weil ich, glaube ich, einer von denen waren, die
alles oder wussten, wie man was falsch macht. Dann natürlich auch Grumwehraufkleber drauf vom Fürst Leopold, Lokfahrerabzeichen, alles. Das ist, der hat mich vor einigen Beulen hat der mich beschützt. Ja, und die Grubenlampe selber, die ist für mich, die bringt Wärme, Ruhe, Segen. Die haben wir also, wenn wir auf Terrasse sitzen, ist die an oder auf dem Campingplatz. Ich mache mein Leben lang Camping. Wenn wir dann abends sitzen, steht eine brennende Grubenlampe auf dem Tisch. Und leider steht auch so eine Lampe auf dem Tisch, wenn wieder einer von den Kumpels gegangen ist. Und da muss man ja sagen, die Einschläge kommen näher, wenn man 62 ist. Ja, ist ja auch wahrscheinlich einer der anstrengendsten Berufe überhaupt gewesen, der des Bergmanns. Was würdest du jungen Leuten mit auf den Weg geben, die sagen würden, wenn es heute noch möglich wäre, ich will Bergmann werden, was würdest du denen raten? Wenn die aus dem richtigen Holz geschnitzt sind, würde ich denen sagen, mach es. Ich würde jederzeit den gleichen Weg gehen, absolut den gleichen Weg. Und wie gesagt, sind die aus dem richtigen Holz geschnitzt, sind bereit, sich auch selber zu quälen, sind bereit, für den Kumpel einzustehen, stellenweise auch ein bisschen leiden, den würde ich sagen, mach es. Wenn einer ein bisschen verweichlich ist, ich sage da immer so, meine Kollegen, die Mütze verkehrt rum aufhaben und den Schritt hier haben, und ey, Alter, was ist? Da weiß ich nicht, ob das der richtige Job ist. Ich gehe eher davon aus, dass da der eine oder andere abhauen würde und das nicht lange durchhalten würde. Wenn du dir wünschen könntest, was in Erinnerung bleibt, wenn die Menschen in 20, 50, 100, 500 Jahren über den Bergbau sprechen. Was wäre das? Wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre das eine Regierung, die 2015 genug Eier gehabt hätte, um zu sagen, ey, pass mal auf, wir machen den Bergbau nicht zu, wir halten drei Bergwerke auf, um einen Energiehaushalt oder auch die Technik zu sichern. Wer weiß, wie das in 20, 25, 30 Jahren aussieht. Das hätte ich mir gewünscht, dass da also wirklich Politiker genug Rückgrat gehabt hätten, um zu sagen, ey, so einfach können wir das nicht, wir sind das Bauernopfer für die Grünen geworden damals. Und das hätte ich mir gewünscht und das würde ich mir auch wünschen, dass man wirklich unsere heimische Kohle, wir haben noch Kohle für 500 Jahre. Und wir haben uns hier den Arsch aufgerissen, um Unfälle zu vermeiden. Das nächste, um Umweltschäden zu minimieren oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Wir haben hier in Deutschland die Halden, die aufgeschüttet worden sind, zu Naherholungsgebieten gemacht. Der Bergmann, der hat, oder der Bergbau, der hat, wenn Schäden über Tage aufgetreten sind, die Schäden sind zum größten Teil reguliert worden. Das ist alles passiert. Wir haben hier auf Leopold, wenn ich mich recht erinnere, bei den standortbezogenen Kosten, also wo alles bei ist, bei der Tonne Kohlen zwischen 154 und 157 Euro damals gelegen. Da wurde die Kohle ab Rotterdam für 80 Euro verkauft. Jetzt kostet so eine Tonne Kohlen irgendwie um die 700 Euro. Ne? Und das Nächste, was mich wahnsinnig aufregt, die Kohle, die kommt jetzt aus Australien. Gut, wir wissen alle,
die Welt ist rund, die müssen da hinten, nur wenn sie das Schiff beladen haben, im richtigen Moment den Anker hochheben und immer an dem Stück fahren, wo die Welt runtergeht, dann haben sie Schwung alleine und brauchen kein bisschen Energie, um nach Deutschland zu kommen, müssen hier nur wieder früh genug bremsen. Das ist so ein Schwachsinn, da werden Energien verbrannt und das ist das, was jeden Bergmann, glaube ich, aufregt. Wir haben uns den Arsch aufgerissen. Wir waren der führende Bergbau weltweit in Sachen Umwelt, in Sachen Sicherheit. Die Maschinen, die wir gebaut haben in Bochum von Hemscheid und die Walzen, die gebaut wurden, alles, das ist überall hingegangen. Und uns haben sie einfach gesagt, nein, wir wollen euch nicht. Ne? Und jetzt stehen wir da. Und ich bin auch fest der Meinung, wie viele meiner Kollegen auch, irgendwann werden unsere Enkel, Urenkel sagen, wie bescheuert waren die, dass die das zugemacht haben. Weil man muss die Kohle ja nicht nur verbrennen. Man kann ja auch, man nutzt die Kohle ja auch für andere Sachen, für Medikamente und was nicht alles. Das ist ja nicht nur, dass wir den Dreck verbrennen und warm Wasser machen. Das ist das, was mich am meisten aufregt. Du hast uns gerade erzählt, du gehst gerne campen. Da triffst du ja wahrscheinlich auch andere Camper. Wenn die hören, du bist Bergmann und sagen, erzähl mal einen Schwank von Untertage. Was ist da deine liebste Story? Der Chef von der Nachtschicht war sportlich ohne Ende und ein Spieler. Wir haben also wirklich auf der Werkzeugkiste mit Kreide haben wir uns eine Mühle oder ein Damefeld gemalt und dann mit Schrauben schon mal um eine Flasche Bier gespielt. Und Wolfgang ist auf den Händen gelaufen und was nicht alles. Und Wetten, gewettet hat er auch gerne. Und dann wir haben uns Ende Schicht am Schacht getroffen, habe ich mit ihm gewettet, dass er es nicht schafft, auf Händen auf den Korb zu gehen, im Handstand bis nach über Tage zu fahren und auf Händen den Korb zu verlassen. Haben wir gewettet um Pulle Bier. Einsätze waren also nie hoch. Und er hat dann auch gemacht, sagt er, du musst aber auch meinen Helm halten. Sag ich, ja, Wolfgang, ist klar, dass du den nicht auf die Birne kriegst. Ja, und dann sind wir oben, das Korbtor ging auf, der Anschläger hat das Gitter hochgezogen. Ich habe seinen Helm in der Hand gehabt und habe nur gesagt, Wolfgang, komm. Und oben stand der Betriebsführer und die Sicherheitsabteilung, die wollten gerade anfahren. Gut, hat mir auch einen Anschiss gekostet, aber sowas nimmt man dann in Kauf. Ne? Und hinterher haben alle darüber gelacht. Ja, ne? Sehr schöne Erinnerung. Jetzt hast du was von Grumellen an, man sieht das Bergmannshemd an der Tasche. Ja, wie stehst du als Klammer auf, ehemaliger Klammer zu, ich weiß, du bist immer noch Bergmann, wie stehst du zu der Marke Grubenhelden, wie berührt die deinen Alltag, wie ist deine Meinung dazu, zu dem, was Grubenhelden macht? Am Anfang, wie ich das erste Mal was von Grubenhelden gesehen, gehört habe ich nur geflucht und gespuckt. Das war gerade zu der Zeit der ganzen Schließung und letzte Stück Kohle hochgekommen. Und dann waren da so ein paar, die dann auf den emotionalen Zug aufgesprungen sind, schnell Geld verdienen wollten und vielleicht überhaupt keinen Bezug zum Bergbau haben. Mir ist also die Hutschnur hochgegangen, ich konnte das überhaupt nicht verstehen. Ich habe gesagt, im Lebtag werde ich da nicht irgendwas von tragen oder kaufen. Jetzt muss ich sagen, Chapeau, erste Mal richtig wahrgenommen habe ich euch dann bewusst, wie ihr in New York wart. Da habe ich dann so, wie verrückt sind die? Stehen die wirklich dazu? Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, auch bei euch im Shop gestöbert
Als Bergmann bekommt man dann auch schon mal das eine oder andere dann zum Geburtstag geschenkt. Und ich muss sagen, wirklich mittlerweile hat sich meine Meinung zu euch grundlegend geändert. Und ihr könnt stolz sein auf das, was ihr macht. Ihr vertretet das Erbe gut.